close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Moin Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Kanal. Ich hoffe, euch haben die letzten Videos gefallen. Falls ja, lasst mir noch super gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich extrem freuen. Und ja, Leute. Es ist extrem geiles Wetter, obwohl eigentlich Gewitter angesagt ist. Aber naja, Leute, was wir machen. Das ist ja in letzter Zeit öfter so. Und ja, ich habe heute Morgen schon ein Video aufgenommen. Ich habe jetzt den Schultag fertig. Jetzt ist 13.20 Uhr oder so. Und ja. Ich weiß wieder nicht, was ich labern soll. Man kennt den Hasen, man kennt ihn. Sorgen, da hinten sieht es ja noch Gewitter aus, habe ich gerade eben nicht gesehen. Es ist eigentlich wieder ganz gutes Wetter, ich habe wieder nur einen Windbreaker dabei, also falls es dann anfängt zu regnen, sind meine ganzen Schulbücher kaputt. Ist jetzt nicht ganz so optimal, ist natürlich extrem teuer, aber naja, was soll man machen. Habe halt keine Regenklamotten dabei. Ich hatte auch ehrlich gesagt noch nie Regenklamotten fürs Motorrad an. Naja, Leute. Ich bin schon öfters komplett nass geworden, aber man lernt ja aus den Fehlern, oder wie war das? Man lernt ja aus den Fehlern. Gerade wenn man schon 5 oder 6 Mal im Winter so nass geworden ist, dass sogar das T-Shirt nass war durch die Winterjacke. Dann lernt man aus den Fehlern, Leute. Nein, Spaß, Leute. Also, falls ihr Regenklamotten besitzt, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, die zu benutzen. Weil ich sag's euch so wie es ist, nasse Klamotten oder nasse Socken auf der Arbeit sind das Schlimmste, was es gibt. Also wirklich nasse Socken auf der Arbeit, Leute, 8 Stunden in Sicherheitsschuhen mit diesen, mit den nassen Socken, ist halt einfach Absturz, Leute. Also das ist halt wirklich, das kann man eigentlich nicht machen. Ist mir zum Glück erst einmal passiert, also, ja. Was soll man sagen, Leute, was soll man sagen? Oh, es sieht so nach Regen aus da hinten, Leute. Gar nicht gut, gar nicht gut. Die Qualität mit Robin ist halt, naja, was soll man sagen? Es sind halt normale Kopfhörer, Leute. Es ist halt kein Sena, kein Mic, kein gutes Mikrofon. Es ist halt nur das ganz normale Kopfhörermikrofon in so normaler Handyanruf. Also ist da nicht die beste Qualität rausgekommen, war mir eigentlich klar. Ein paar Leute haben es ganz und gar nicht gefeiert. Also die haben mir wirklich nicht so nette Kommentare geschrieben. Aber ja, was soll ich machen, Leute? Es ist mir egal, was ihr für freche und doofe Kommentare schreibt. Ich mache trotzdem das, worauf ich Bock habe. Weil ich lade bei YouTube nur Videos, auf die ich Bock habe. Ich habe auch ganz viele Videos, die nehme ich auf. Und dann denke ich mir im Endeffekt, Digga, der wollte gerade mich so umfahren. Dann denke ich mir im Endeffekt so, ja, komm, scheiß drauf, lädst du nicht hoch, gefällt dir nicht. Klar, lade ich jeden Tag ein Video hoch und probiere halt so viele Videos für euch zu produzieren, wie ich nur kann. Aber ja, im Endeffekt mache ich auch nur Sachen, die mir Bock machen, also die, auf die ich Bock habe. Einige schreiben mir auch drunter, dass die jedes Video feiern von mir und dass sie auch jeden Abend das gucken. Und das finde ich immer extrem geil. Also vielen Dank an die Leute, die so nette Kommentare schreiben und die Videos liken. Ich liebe das, Leute. Ich habe es mir angewöhnt, einfach meine Füße, vielleicht sieht man das jetzt. Habe ich jetzt mal rangezoomt, was ich meine. Vielleicht haben wir es auch wieder nicht gesehen. Das weiß man wieder keiner. Aber ja, vielleicht habt ihr gesehen, diese Abschlitzteile für die Füße. Wenn ich meine Hacken so ein bisschen nach innen mache, kann ich einfach genau auf diese Abschlitzdinger meinen Hacken machen. Das ist halt einfach so entspannt. Da überholt mich vielleicht der Duke von links, Leute. Oder auch keine Duke. Der MV Augusta war das, glaube ich. Aber früher habe ich halt den Duke gesehen, die in die Richtung gefahren ist, deswegen dachte ich, dass es der Duke ist. Es ist halt wie gesagt wieder super entspannt hier mit dem Motorrad lang zu fahren. Es macht aber wieder Spaß. Ich habe nächste Woche Montag eine Fahrstunde, Leute. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Also mit dem Auto jetzt eine Fahrstunde. Mein A2-Führerschein mit meinem Fahrlehrer besprochen, dass ich hier ein bisschen später mache. Beziehungsweise ich den etwas später anfange. Weil es sich halt jetzt eh noch nicht lohnen würde, damit anzufangen, weil ich halt eh nur diese paar Fahrstunden brauche von meiner Führerschein-Erweiterung. Ja, meine Gerade war der Motor gerade fast aus. Ja, Leute. Und da ist es halt entspannt, wenn ich den dann später mache, dann mache ich keine Ahnung, 3, 4 Fahrstunden am Stück. Dann mache ich ja meine Prüfung.
Und dann habe ich halt meinen A2-Führerschein. Finde ich super entspannt. Mit der Autoführerschein-Theorie ist halt so nervig, Leute. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. Also, wer richtig Bock auf die Theorie hat beim Führerschein, der hat von mir, also in meinen Augen, den, keine Ahnung, der hat irgendwas falsch gemacht in seinem Leben. Irgendwas hat er falsch gemacht, aber keiner weiß was. Weil wirklich auf die Theorie, Leute, hat einfach keiner Bock. Die Theorie ist auch einfach das Nervigste, was es gibt. Das ist einfach nur Fragen auswendig lernen, in der Prüfung ein bisschen Glück haben mit den Fragen und dann halt, ach, keine Ahnung, Leute. Und ein bisschen lernen dafür. Meiner Meinung nach kommt überflüssig, aber ich kann es ja verstehen, warum man es abfragt. Motorradbrüder. Ach, keiner hat mich gegrüßt. Dann lassen wir es doch. Er hat gegrüßt. Ehrenmann. Wir können ja mal ein Video machen, wo wir gucken, wie häufig 125er Fahrer gegrüßt werden. Ich meine, das macht jetzt bei dem Wetter nicht so viel Sinn, weil man vielleicht in einer Stunde Fahrt 5 Motorradfahrer sieht. Aber wenn man geiles Wetter ist, dann kann man ja mal den, wird man mit einer 125er gegrüßt, Videodreh machen. Vielleicht dann auch mit dem guten René zusammen. Das muss man dann mal gucken. Aber ja, Leute, die Schule war wieder super entspannt. Ich hatte erst einen Lehrer, bei dem mir der Unterricht wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Danach hatte ich einen Lehrer, mit dem man sich wirklich relativ gut unterhalten kann. Ist halt immer ganz geil, wenn man solche Lehrer hat, mit denen die Schule auch einfach Spaß macht. Es gibt halt Lehrer, die kümmern sich halt nur um den Unterricht, probieren halt möglichst das, was sie ihm beibringen müssen, beizubringen und den Rest da scheißen halt einfach drauf. Ja, das feiere ich jetzt nicht so. Wenn ich jetzt Schule hätte und solche Lehrer hätte, würde ich es halt nicht so feiern. Boah, ich habe eigentlich relativ entspannte Lehrer. Und deswegen, ja, ist das Ganze relativ entspannt und macht auch Spaß. Aber wie gesagt, ich bin ja gerade auf dem Weg nach Hause. Deswegen bin ich wieder ein bisschen lost. Wieder ein bisschen random Vlog-mäßiger auf dem Weg nach Hause. Das guckt ihr euch doch gerne an, ne? Absolut sinnfreien Content mit ohne Sinn. Also ohne Sinn. Man kennt die Leute. Das guckt ihr euch doch gerne an. Das weiß ich doch. Genau darauf steht ihr. Es fängt an zu regnen, Leute. Ich habe Regentropfen auf mir. Ich habe nur gerade meine Vision und ich sehe immer Regentropfen auf dem vor mir. Und dachte mir so, Leute, es regnet doch nicht gerade ernsthaft, oder? Und auf einmal sagt der Regen so, doch Digga, ich regne jetzt. Also ich kann euch eins sagen, wenn ihr als 125er Fahrer von der Harley gegrüßt werdet, dann könnt ihr euch den Tag in eurem Kalender wirklich markieren und reinschreiben, ich wurde heute von der Harley gegrüßt. Weil von der Harley gegrüßt werden, ist halt einfach nur unfassbar. Ich muss auch meine Linse ein bisschen sauber machen. Ist ja einfach unfassbar selten. Das ist fast wie wenn man endlich, wenn man 2 Jahre A1 gefahren ist und dann endlich A2 hat. Aber ja, Leute, ich probiere einfach jetzt möglichst schnell nach Hause zu kommen. Ich wollte eigentlich noch eine kleine Runde für euch drehen, dass ich nochmal noch ein Video aufnehmen kann. Aber ich denke mal, das war's damit. Also ich denke mal, das werde ich jetzt dann doch nicht tun. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal Videoideen in die Kommentare schreiben. Das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Weil ich da aber, wie gesagt, ein bisschen planlos bin, was die Videos angeht. Aber, naja, Leute. Da brauche ich dann ein bisschen eure Unterstützung. Sonst wird es immer nur solche random Videos hier geben. Ich meine, ihr wird es so oder so geben. Weil ich dann einfach zur Arbeit fahren muss. Und sonst, wenn ich keine Videos habe, nehme ich einfach die. Die Ampel wird rot. Oh, nee, Digga. Frech. Alter, da oben ist eine Kamera über dem Stoppschild. Und da ist so ein Sensor über der Ampel. Die Kamera über dem Stoppschild, die ist aber versteckt. Die ist safe für die Leute gemacht, die bei der Ampel immer noch bei Rot rüberfahren. Aber das ist ja so eine beliebte Ampel, wo das Leute gerne machen. Und der Audi wollte mich gerade absolut umfahren gefühlt. Ja, Bruder, fahren wir doch noch ein bisschen näher auf. Ja, ne, jetzt gehe ich vom Gas, das wird mir jetzt zu blöd. Der fährt mir noch näher auf. Also jetzt reicht es mir aber gleich. Das schreit auch schon wieder nach Leute verarschen. Also, na guck mal, jetzt hält er viel Abstand. Jetzt wäre gemerkt, dass er vielleicht doch ein bisschen noch aufgefahren ist. Jetzt hält er extrem viel Abstand. Also, das muss ich ihm jetzt lassen. Jetzt hat er es verstanden. Muss ich schon sagen, das hat ihm jetzt geschmeckt. Na komm, ein bisschen schaffst du noch. Ja, komm. Ach Leute,
ich mache mir da mal einen Spaß draus, wenn mir Leute so dicht auffahren. Ich meine, ich probiere natürlich möglichst doppelt so vorausschauend zu fahren, wie ich sonst mache. Aber dass ich halt eben nicht in eine Gefahrensituation komme, wo ich halt eben bremsen muss. Aber wenn ich halt sehe, dass es absolut safe ist, dann verarsche ich den ein bisschen. Wenn ich halt merke, dass es halt gerade sehr viel Verkehr ist und ich in eine Gefahrensituation kommen könnte, dann kann es auch sein, dass ich mal rechts ranfahre und den halt vorlasse, wenn es mich halt wirklich sehr abfuckt. Aber wenn ich halt sehe, dass es halt extrem frei ist, dann bremse ich auch mal ein bisschen, fahre ein Tickchen zu langsam. Wenn ich jetzt schon 58 innerorts fahre und der mir immer noch auf einen Meter auffährt oder auf einen halben Meter auffährt, so dass ich im Rückspiegel nur noch sein Licht sehe, dann sage ich euch, wie es ist. Der juckt mich doch gar nichts mehr, dann verarsche ich ihn auch ein bisschen. Aber wie gesagt, Leute, macht das nur, also macht es am besten gar nicht, aber macht es nur, wenn ihr wirklich safe seid und weit genug vorausschauen könnt, dass keine Gefahrensituation entsteht, wo ihr halt eine gegebenenfalls eine Gefahrbremsung machen müsst, weil dann kann es halt wie gesagt passieren, dass es relativ schnell gefährlich wird. Lass mein Visier immer so ein kleines Spaltchen offen, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch einen HRC-Helm. Dann lehne ich immer diesen Klickverschluss, den der Helm hat, den lehne ich da sozusagen mal ein bisschen an, dass ein kleiner Spalt noch offen ist, weil ich es nicht mag, wenn da gar kein Wind durchzieht, weil ich die Zwangsbelüftung ja zugeklebt habe, damit ich weniger Windgeräusche habe im Video. Aber ja Leute, ich denke mal, das war's mit dem Video. Ich halte jetzt hier nichts an und mache die Kamera ab. Ich denke mal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst mir doch super gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich extrem freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.